Oh, der Brachiosaurus scheint ihn nicht zu bemerken. Oh mein Gott. Und der Hals ist unten. Das ist die Chance für den T-Rex. Und er schlägt jetzt auch zu. Die Regeln sind wie folgt. Gekämpft wird in einer Arena, welche von Kampf zu Kampf variieren kann, weil sie auf die jeweiligen Kontrahenten angepasst wird. Es wird ein Best of 3 geben, das heißt, welches Urzeitmonster 2 von bis zu 3 Kämpfen für sich entscheiden kann, kommt eine Runde weiter. Der andere scheidet ohne Wenn und Aber aus. Dies ist ein Kampf auf Leben und Tod. Das bedeutet, man gewinnt eine Runde nur, wenn man seinen Gegner tötet. Aber damit das alles ein bisschen cooler klingt, nennen wir das Ganze einen Knockout. Falls, aber nur falls es nach zu langer Zeit nicht zu einem Knockout kommen sollte, entscheidet eine kompetente Jury, in dem Fall ich, über den Rundengewinn. Zu den Dinosauriern sollte gesagt sein, jeder von ihnen wird mit einem 100%igen Genomfortschritt erschaffen. Und es werden keine, ich wiederhole, keine Modifikationen an diesem Genom vorgenommen. Das heißt, ihr erlebt die Dinosaurier so, wie sie einst von Mutter Natur geschaffen wurden. Ansonsten gibt es keine Regeln. Also würde ich mal sagen, züchten wir die Dinos und dann lassen wir die Kämpfe beginnen. Ja, da sind wir nun in der Arena. Wie ihr seht, hat sich das Ganze noch ein bisschen verändert. Ich habe jetzt erstmal für jeden Dinosaurier mit der Brutstation einen kleinen eigenen Bereich gemacht. Und das Ganze habe ich dann mit einem kleinen Kampfbereich. Ich hoffe mal, die beiden Dinosaurier werden dann hier reingehen. Und dann mache ich die Tore wieder zu. Also erstmal auf, dann wieder zu und so weiter. Und ja, ich hoffe, die Dinosaurier werden da reingehen. Wenn dann hier den Kampf austragen. Und ich werde natürlich jetzt erstmal die Brut anschmeißen, weil das dauert ja auch eine gewisse Zeit. Deswegen macht das wahrscheinlich Sinn. Ich habe hier schon Ausbrütungstempo dreimal reingemacht, damit das Ganze jetzt ein bisschen schneller geht. Aber für euch werde ich das sowieso überspringen. Und ja, ich schmeiße hier mal den ersten Kontrahenten an. So, der erste Kontrahent ist, wie ihr ja schon wisst, Tyrannosaurus Rex. Natürlich 100%, wie es die Regel besagt. Und das Genom ist nicht modifiziert. Das zeige ich euch hier auch nochmal. Genau, hier sind ganz viele Modifikationsmöglichkeiten. Falls etwas modifiziert wäre, würdet ihr hier oben rechts neben dem Zeichen so einen kleinen Stift sehen. Der ist nicht da, bei keinem Symbol, also ist auch nichts modifiziert, so wie es die Regeln besagen. Und ja, ich würde sagen, wir schmeißen das Ganze mal an. Er kostet knapp 2 Millionen, das ist schon echt eine Menge Kohle. Zu den Werten können wir jetzt nochmal kommen am besten. Ja, wichtig sind die Werte Angriff, das sind 109, das ist schon sehr, sehr viel. Und Verteidigung, 30, ist auch völlig okay, also ist echt nicht schlecht. Gibt es wahrscheinlich Besseres, aber dafür, dass es wirklich eigentlich ein Jäger und Raubtier ist, ist 30 schon echt eine gute Verteidigung. Lebensdauer, Belastbarkeit, Lebensfähigkeit, Bewertung und Haut sind jetzt für unseren Kampf nicht von Bedeutung, also es ist nicht so wichtig. Und ja, ich würde sagen, ich schmeiße auf jeden Fall noch einen zweiten an. Wir werden ja mehrere brauchen für mehrere Kämpfe. Also kann das nicht schaden. Und ja, wir schmeißen natürlich auch noch den Kontrahenten an. Und das machen wir mal hier in der Station gegenüber. Da zeige ich euch das gleiche Spiel. Da haben wir nämlich den Brachiosaurus. Das ist wirklich ein Kampf der Giganten. Ich glaube, das ist der größte Landsaurier gegen so den bekanntesten, berühmtesten Jäger. Also das kann wirklich ein spannendes Duell werden. Fleischfresser gegen Pflanzenfresser. Das seht ihr immer unten rechts an dem Symbol. Das hier ist Fleischfresser, das ist Pflanzenfresser. Hier natürlich auch ganz normal 100%. Und das Genom ist nicht modifiziert. Das zeige ich euch auch nochmal. Ja, hier ist nirgendwo dieses Stiftsymbol. Also alles bestens. Dann würde ich sagen, können wir das Brüten starten. Der Brachiosaurus kostet nur knapp 800.000. Also das ist über die Hälfte weniger. Ja, schauen wir mal, ob sie das bemerkbar macht, aber in der Regel sind Fleischfresser halt immer teurer, ne? Das ist ganz normal. Und jetzt wird es hier interessant. Ihr seht jetzt hier die Werte, das ist schon echt krass, ne? 39 im Vergleich zu 100 noch, was war das beim T-Rex? Also das ist schon krass. Und Verteidigung 0. Das ist wirklich seltsam, da habe ich mich schon gewundert, als ich den in der Kampagne das erste Mal erstellt habe.
wir werden sehen, wie er sich gleich im Kampf stellt, weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er schwach ist, weil das ist so ein Riesending, ja. Und hier die anderen Werte, wie gesagt, wieder nicht wichtig. Wir schmeißen hier auch wieder zwei Stück an. Und dann bringe ich euch zurück, wenn die beiden Dinos soweit sind, der Kampf beginnen kann. Achso, bevor ich jetzt eins vergesse, ich werde jetzt einmal noch hier die Arenen ein bisschen anpassen. Aber das spule ich für euch vor. Also wir sehen uns dann gleich, wenn die Dinos fertig sind. Und ja. Der Tyrannosaurus Rex, oder kurz T-Rex, ist wahrscheinlich der bekannteste Dinosaurier aller Zeiten. Sein Name bedeutet Königsechse und er repräsentiert wahrscheinlich für viele den ultimativen Urzeitjäger. Mit einem Körpergewicht von bis zu 18 Tonnen und einer Gesamtlänge von bis zu 14 Metern ist er ein wahrer Koloss. Außerdem ist er für sein riesiges Herz und seine unglaubliche Bisskraft bekannt. Damit zählt er definitiv zu den Favoriten von Jurassic Battle. Der Brachiosaurus. Er ist aufgrund seiner enormen Größe einer der bekanntesten Dinosaurier. Sein Name leitet sich von seinen unglaublich großen Oberarmknochen ab. Dieser friedvolle Dinosaurier ernährte sich hauptsächlich von Baumkronen. Aufgrund seiner enormen Größe und seines Gewichts hatte der Brachiosaurus kaum natürliche Feinde. Mit einer Länge von bis zu 18,8 Metern und einer Höhe von bis zu 6,4 Metern und einem Gewicht von bis zu 50 Tonnen ist er der größte und schwerste Teilnehmer von Jurassic Battle. Es geht los. Der erste Kampf zwischen dem Brachiosaurus und dem Tyrannosaurus Rex. Ich bin saugespannt. Die Werte sind natürlich sehr, sehr schlecht, da ich wirklich kleine Gehege gebaut habe. Und die Dinosaurier sich wirklich eingeengt fühlen. Aber ich hoffe, das steigert die Aggressivität. Ich öffne jetzt die Tore und dann schauen wir mal, welcher Kontrahent zuerst auf den anderen losgeht. Ich gehe davon aus, dass der T-Rex, natürlich erst der Fleischfresser, die Initiative ergreift und somit den ersten Angriff bekommt. Und ich bin sehr gespannt, weil das ist wirklich ein Kampf der Giganten hier schon beim ersten Fight. Und wir werden sehen. Noch passiert nichts. Der T-Rex guckt ganz komisch die Mauer an. Der T-Rex ist sehr, sehr unglücklich. Und wütend, wie man hört. Oh, shit. Das soll er mal lieber an seinem Kontrahenten auslassen und nicht an der Mauer. Aber es scheint mir so, als wenn er eine Fährte aufgenommen hat. Ja, es sieht so aus. Er geht rüber, Leute. Der Kampf geht jetzt los. Schnallt euch an. Der Kampf der Giganten, würde ich ihn schon fast nennen. Bleibt nochmal stehen. Ich nutze die Chance und schließe mal ganz schnell das Tor hier schon mal. Und dann beobachten wir wieder den T-Rex. Oh, der Brachiosaurus scheint ihn nicht zu bemerken. Oh mein Gott. Und der Hals ist unten. Das ist die Chance für den T-Rex. Und er schlägt jetzt auch zu. Er läuft unter dem Hals durch. Er scheint sich gar nicht für den Brachiosaurus zu interessieren. Okay. Er scheint nur wütend auf die Mauer zu sein. Der ist wirklich nur wütend auf die Mauer. Der will hier unbedingt raus. Die beiden scheinen sich gar nicht füreinander zu interessieren. Der Brachiosaurus trinkt, der T-Rex läuft unter dem Hals vom Brachiosaurus durch. Na, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich sollte mal vielleicht lieber schnell den Ranger herschicken, dass er die Mauer repariert.
Ich hoffe, das schafft er noch, weil der T-Rex scheint sehr, sehr aggressiv zu sein. Der will hier unbedingt raus. Aber ich denke mal, wir müssen einige Änderungen vornehmen an der Arena. Weil die beiden sind zu unglücklich, glaube ich. Die interessieren sich auch nicht füreinander. Gut, der Brachiosaurus, der flüchtet jetzt. Der scheint ganz bisschen Angst zu haben, aber jetzt auch nicht wirklich große Angst. Was gut ist, der T-Rex hat jetzt von der Mauer abgelassen. Das heißt, ich kann das mal eben reparieren. Und dann bricht der T-Rex hier wenigstens nicht aus. Das schauen wir uns nochmal eben an. Ich würde sagen, ich mache gleich die Arena neu und dann starten wir die Runde 1 auf jeden Fall neu, weil, ja, ihr habt ja gesehen, die beiden wollten einfach nur raus das Habitat. Kannst du es bitte reparieren? Reparieren? Hallo? Nicht rumstehen. Wow. Oh, ich dachte gerade. Jetzt repariert das. Sein Ernst? Na super, ey. Ja gut, Leute. Ich werde jetzt den T-Rex einfangen auf jeden Fall. Betäuben. Und dann müssen wir die Arena ein wenig verändern, weil ihr seht ja, es geht nicht anders. Und dann würde ich sagen, kommen wir zurück. Aber wir lassen dem T-Rex noch eben seinen Snack. Der sei ihm gegönnt. Und dann schauen wir, starten wir Runde 1 neu. Hoffentlich besser mit einer schöneren Arena. Also eine größere Arena werde ich bauen, sodass die Dinos nicht das Verlangen haben, auszubrechen. Guten Appetit, lieber T-Rex. So, Leute, wir sind wieder zurück. Ich habe das Ganze nochmal geladen vor der Freilassung. Das heißt, die Dinosaurier sind hier wieder drin. Ihr habt ja genau gesehen, der T-Rex, es hat ihn gar nicht interessiert, wer mit ihm hier in dieser Arena ist. Er hatte Platzangst, er hat sich eingeengt gefühlt. Das Habitat hat nicht gestimmt, es waren ihm nicht genug Bäume da und so weiter. Und er wollte einfach nur raus. Ihr habt ja gesehen, er ist nur pur auf die Mauer gegangen. Der Brachiosaurus, der hat sich halt... Der hat gar keine Angst vor dem T-Rex, was mich sehr gewundert hat. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal das Gehege erweitern. Müssen dann halt hoffen, dass die beiden Kontrahenten irgendwann aufeinandertreffen und sich nicht vollkommen ignorieren. Wir öffnen die Tore und dann hoffen wir, dass die beiden aufeinander losgehen, dass wir hier einen Kampf sehen, einen blutrünstigen Kampf. Wir wollen hier einen Gewinner küren und ich hoffe, die beiden werden uns nicht enttäuschen diesmal. Also an dem Gehege oder der Arena sollte es nicht mehr scheitern. Es ist wirklich genug vorhanden von allem. Essen, Trinken, Grünfläche, Wald und die beiden werden sich jetzt vermutlich erstmal beide stärken, etwas trinken, etwas essen. Und dann werden sie hoffentlich aufeinander losgehen. Und wenn das soweit ist, bringe ich euch natürlich zurück. Ich verspreche euch, ihr werdet hier kein Highlight dieses Kampfes verpassen. Oh, der T-Rex verlässt sein Gehege, so wie es aussieht. Das ist perfekt, Leute. Er erkundet das erweiterte große Gehege. Schließen wir dieses Tor hier. Oh, der Brachiosaurus scheint den T-Rex schon wahrgenommen zu haben. Er beobachtet ihn schon. Und der T-Rex guckt ihn jetzt auch mitten in die Augen. Das wird gleich ein Duell geben, Leute. Das sage ich euch. Okay. Den Brachiosaurus scheint das doch nicht so zu interessieren. Er trinkt erstmal ganz gemütlich. Aber der T-Rex kommt jetzt. Oder auch nicht. So, jetzt kommt er aber. Jetzt läuft er los. Ich habe jetzt wirklich lange gewartet. Okay, er bleibt wieder vor dem Tor stehen. Ich hoffe, er geht jetzt aber rein und nicht wieder weg. Komm, trau dich. Okay, er geht rein, Leute. Jetzt geht's los. Er läuft auf ihn zu. Greift er ihn jetzt an? Nein, er läuft vorbei. Der Brachiosaurus dreht sich aber zu ihm. Er hat ihn wahrgenommen. Und er läuft auf ihn zu. Greift er an, der Brachiosaurus? Nein, er greift nicht an. Jetzt dreht er sich weg und läuft weg. Aber der T-Rex beobachtet ihn und läuft ihn hinterher. Oh ja, der T-Rex fängt jetzt schon an, den Brachiosaurus anzuschreien. Brachiosaurus versucht zu fliehen. Aber ich glaube nicht, dass er entkommen wird. So schwerfällig und langsam, wie er ist. Aber er greift auch noch nicht an. Er ist wirklich vorsichtig an die Sache ran.
Okay, Leute. Also, ich habe das Ganze mir jetzt wirklich lange angeguckt. Ungefähr eine halbe Stunde. Und der T-Rex, der macht genau das. Er schreit den Brachiosaurus an, verscheucht ihn, jagt ihn durch das gesamte Gehege, durch den gesamten Wald sind wir schon gelaufen. Aber er greift ihn einfach nicht an. Er traut sich nicht. Ich weiß nicht, ob der nicht auf seinem... Es sah schon fast so aus, als wenn er ihn angreift. Aber das macht er schon die ganze Zeit. Er scheucht ihn die ganze Zeit durch das Gehege. Ich glaube, der Brachiosaurus ist einfach zu groß und zu schwer für den T-Rex. Ich glaube, der T-Rex sieht in dem Brachiosaurus keine potenzielle Beute und auch keine Gefahr, dass er jetzt kämpfen müsste. Und ich habe noch eine Idee, wie wir es eventuell hinkriegen, dass der T-Rex den Brachiosaurus angreift. Aber dazu kommen wir gleich. Also ich glaube, wir müssen da ein bisschen an den Gen rumspielen. Das heißt, wir müssen hier mal nachher eben einen freien Platz machen. Das machen wir mit einer Brutstättenkapazitätserweiterung. Und da werden wir jetzt nochmal einen T-Rex züchten, der es hoffentlich mehr in sich hat. Ich habe ja gesagt, eigentlich keine Modifikation. Aber dadurch, dass er einfach nicht angreifen möchte, machen wir ihn jetzt aggressiver. Dadurch wird er wahrscheinlich auch ein bisschen stärker werden, aber es geht leider nicht anders. So, aggressives Verhalten 3.0. Ballern wir hier rein. Das machen wir so oft rein, wie es geht. Aggressives Verhalten 3.0. Aggressives Verhalten. Kann man das hier auch reinmachen? Nee, hier nicht. So. Wir machen das in alle Aspekte rein. Ihr seht ja immer oben die Lücken-ID. Angriff, Verteidigung. Ich weiß gar nicht, warum das hier mehrfach steht. Aber ich denke mal, je mehr, desto besser, oder? Der Angriffswert und so, der steigt natürlich übel. Der Verteidigungswert. Aber wir wollen einen Kampf. Und wir wollen Blut sehen. Und, ja, wenn wir das so nicht bekommen, dann müssen wir halt auf solche Mittel umgreifen. Oder umschwenken. So, dann züchten wir das ganze Ding mal. Er kostet jetzt schon 5.300.000 statt, ich glaube, knapp 2 Millionen. Ihr seht, diese Veränderung ist schon heftig. Wenn wir jetzt auch machen, das wird wahrscheinlich jetzt eine ganze Weile dauern. Also, ich habe die beiden Dinosaurier wieder in die Arena gelassen. Beide befinden sich noch in ihren kleinen privaten Bereichen. Die sind natürlich schon offen, die Tore habe ich geöffnet. Aber ich denke mal, es wird wieder wie beim letzten Mal laufen. Die werden jetzt erstmal ein bisschen was essen, trinken. Und dann geht hoffentlich der T-Rex auf den Brachiosaurus los. Er ist jetzt maximal aggressiv und gönnt sich erstmal die Ziele. Ich habe wirklich Hoffnung, dass der T-Rex jetzt wirklich so aggressiv ist, dass er den Brachiosaurus einfach nur zerfleischen möchte, auf ihn losgeht und wir einen richtig, richtig geilen Kampf sehen. Für wen auch immer der ausgeht, ich bin sehr gespannt, ob da was passiert. Wenn nichts passiert, müssen wir gucken, was wir machen. Aber wir wollen das nur nicht, wir wollen nicht den Teufel an die Wand malen. Wir warten erstmal ab. Ich hoffe wirklich das Beste und wir werden sehen. Ich bringe euch zurück, wenn irgendwas passiert. Das ist die richtige Richtung. Na los, rein mit dir durch das Tor. Jawohl, der T-Rex scheint jetzt einen Angriff zu starten. Ich bin sehr gespannt. Na los. Wir wollen Blut sehen. Er scheint wieder nur zu brüllen und den Brachiosaurus zu vertreiben, so wie vorher. Also das ist halt genau das, was ich vorher auch schon beobachtet habe, über eine halbe Stunde lang. Jetzt stellt er sich ins Tor, als wäre er der Türsteher. Und er geht wieder weg. Na los, T-Rex. Trau dich, du kannst das schaffen. Er traut sich wirklich irgendwie nicht so richtig. Ich glaube, der Brachiosaurus ist einfach echt viel zu groß und zu schwer. Also, er hat wirklich... Ja, Schiss würde ich das nicht nennen, aber... Ja, er brüllt ihn immer nur an. Er will ihn nur vertreiben.
Aber er traut sich nicht, in den Kampf einzugehen. Ja, Leute, ich weiß echt nicht mehr, was genau ich noch machen soll. Ich glaube, der T-Rex, der traut sich einfach nicht. Der möchte einfach nicht. Ich würde sagen, ich lasse jetzt einfach nochmal einen T-Rex zusätzlich frei. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ob sich die T-Rexe dann vielleicht trauen. Ob sie sich gegenseitig zerfleischen. Wir werden sehen. Wir werden auf jeden Fall jetzt hoffentlich Blut hier sehen in der Arena. Wir wollen jetzt einen Kampf sehen. Wir wollen einen Knockout sehen, wie wir ihn nennen. Ja, brüllen kann er ja wie ein Weltmeister, ne? Aber kämpfen nicht, anscheinend. Okay, er läuft los. Vielleicht traut er sich ja. Vielleicht trauen sie sich ja zu zweit. Er läuft auf jeden Fall straight drauf zu und bleibt wieder stehen und guckt ihn nur an. Oh, jetzt kommt der andere T-Rex. Aber er geht auch nur zum Brachiosaurus. Und die beiden, die brüllen nur um die Wette. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht, warum sie sich nicht trauen, ihn anzugreifen. Naja, Leute, ich bringe euch zurück, falls was Spannendes passiert. Ihr werdet hier nichts verpassen. So, Leute, ich habe jetzt in der Zwischenzeit noch den dritten T-Rex hier rausgelassen. Es ist bis jetzt nichts passiert. Sie brüllen weiterhin den Brachiosaurus nur an. Ich hoffe, es passiert was mit drei T-Rexen, Rexes, wie auch immer. Oh ja, jetzt gehen die beiden T-Rex aufeinander los. Oh, jetzt geht's los. Der rechte hat ihn, glaube ich, schon einmal gebissen. Und da hinten kommt auch schon der dritte. Oh, der linke hat auch einen sehr starken Treffer gelandet. Die beiden, die starren sich an, die brüllen sich an. Jetzt umkreisen sie sich langsam, langsam. Und er wurde wieder gebissen. Er blutet jetzt stark. Wenn der rechte T-Rex jetzt, der jetzt auf der rechten Seite ist, noch einen Hit landet, dann ist es, glaube ich, das gewesen mit dem linken T-Rex. Das ist jetzt wirklich spannend. Und der linke hat noch einen Hit gelandet. Jetzt blutet der rechte auch stark. Oh mein Gott. Das ist der nächste Treffer, könnte wirklich entscheidend sein, Leute. Könnte über dieses Duell zwischen den T-Rexen, Rexes, entscheiden. Mal so, wie es aussieht. Sie Nase an Nase und vertragen sich, gehen auseinander. Hier wird es wohl heute keinen Toten geben. So, wie es ausschaut. Boah, das Leben ist wirklich rapide runtergegangen bei beiden. Das war wirklich ein knapper Kampf. Oh, der dritte T-Rex. Wird er jetzt hier abstauben? Gott, das sieht mir ganz danach aus. Er brüllt den schwachen, verletzten T-Rex an. Er kann doch jetzt nicht kämpfen. Oh mein Gott. Leute, das könnte es gewesen sein hier. Für den einen T-Rex. Oh, er hat ja nochmal einen harten Treffer gelandet. Der rechte T-Rex, der ist jetzt wirklich, der ist so gut wie tot. Und er muss gegen einen unverletzten T-Rex kämpfen. Da kommt jetzt auch der dritte. Vielleicht mischt er sich ein. Und er hat noch einen Treffer gelandet. Meine Güte, hält der T-Rex viel aus. Er ist immer noch auf dem Bein. Oh, das ist ja unglaublich. Oh, shit. Jetzt hat er den Kopf gebissen. Und jetzt das Genick. Leute, das war's. Das war's. Das war ein harter Treffer. Er hat ihn erledigt. Jetzt haben wir immerhin noch einen Kampf gesehen. Auch wenn es nicht der gewollte Kampf war. Wir müssen uns jetzt nur was überlegen, wie wir das handhaben mit dem Brachiosaurus. Ich würde halt sagen, eigentlich müsste es so sein, der T-Rex hat sich nicht getraut. Deswegen hat er verloren. Aber ich glaube, dass es sich so gut wie keiner trauen würde, gegen den Brachiosaurus zu kämpfen. Das ist halt jetzt die Sache, wie handhaben wir das? Also ich würde fast sagen, dass wir den Brachiosaurus wegen einer zu hohen Größe und einem zu hohen Gewicht disqualifizieren.
ich wüsste nicht, wer diesen Brachiosaurus besiegen könnte, beziehungsweise wer sich traut, den Brachiosaurus anzugreifen. Ich meine, es gäbe noch einige Kandidaten, zum Beispiel den Spino, den Indominus Rex natürlich und den Giganotto. Das könnte man nochmal ausprobieren, aber ich glaube nicht, dass es das Richtige ist für diesen Wettbewerb. Und ich glaube, jetzt wird der T-Rex hier raus, ich glaube, es wäre wirklich das Beste, wenn wir den Brachiosaurus disqualifizieren. Und dann werden wir hoffentlich viele weitere spannende Kämpfe sehen. Dann würde ich sagen, der T-Rex kommt eine Runde weiter. Falls euch diese Entscheidung nicht gefällt oder sagt mal allgemein eure Meinung zu diesem Kampf und sowas in die Kommentare unten, würde mich sehr interessieren. Und ja, meiner Meinung nach hat der T-Rex jetzt ja unverdient gewonnen, aber es ist halt so, der Brachiosaurus wird disqualifiziert, der T-Rex ist eine Runde weiter.